Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Kalibrieren eines 2465B, nachdem man es revidiert oder restauriert hat, ist eine recht komplexe Sache. Es gibt einige Dinge, die man ohne zusätzliche, sehr teure Geräte von Tektronix machen kann. Und das sind die Spannungsreferenzen, die man selber einstellen kann, ohne große zusätzliche Instrumente. Was es braucht, ist das Service Manual auf Seite 5.2 zum Beispiel. Da sieht man Power Supplies und Duct Ref Adjustments. Was man dazu braucht, ist ein Oszilloskop, nicht unbedingt nötig für die ersten Schritte, aber ein Digitalmultimeter. Das braucht man sicher. Und dann braucht es einige Basiseinstellungen. Also zum Beispiel hier, was man einstellen muss, Kanal 2, 100 mV, 3 und 400 mV und so weiter. Diese Einstellungen sollte man vornehmen, bevor man irgendetwas macht. Vertical Modes, On, Off und so weiter, Job, Out. Alle diese Dinge sollte man einstellen, bevor man irgendetwas anrührt. Was man machen muss, ist auch das Gerät mindestens 20 Minuten anzuwärmen, vorzuwärmen, damit die ganze Sache einigermaßen stabil ist. Was man jetzt machen kann, ist diese Checks hier. Man sollte das Digital-Multimeter auf Ground legen, auf der einen Seite. Das kann man am Chassis machen oder irgendwo auch an Pin 7 des dann relevanten IC-Sockels. Und dann muss man checken, ob diese Werte innerhalb der angegebenen Spezifikation sind. Das Potentiometer, das man braucht, um das einzustellen, ist auf der Rückseite des Mainboards, ist der 1292. Ich werde das dann im Video zeigen, wie man zu diesem Potentiometer kommt und wo es genau ist. Wichtig sind jetzt die Einstellungen. Und hier werden alle anderen Einstellungen, alle anderen Spannungswerte werden von diesen 10 Volt abgeleitet, die man auf dem J119 Pin 4 auslesen kann. Und die sollten sein zwischen 999 und 1001. Also sehr, sehr genau, also eine sehr enge Toleranz. Und wenn dieser Wert stimmt, ist das okay. Wenn er nicht stimmt, gehen wir hier auf dieses Potti und regeln den, damit er genau innerhalb dieser Grenze liegt. Das ist wichtig. Alle anderen Werte hier kann man überprüfen. Pin 8, Pin 9 und so weiter, Pin 6. Alle diese Werte kann man überprüfen. Und die sollten auch innerhalb dieser Werte sein. Aber man kann davon ausgehen, wenn dieser Wert stimmt und das Tektronix gut restauriert wurde und korrekte Teile hat, keine falschen oder defektiven Teile, dann stimmen alle diese Werte auch. Das ist die Vorgehensweise und ich werde jetzt im Video zeigen, wo das Potti ist und werde Ihnen zeigen, wo man diese 10 Volt auslesen kann. Ich habe mal versucht, Ihnen zu zeigen, wo das Potentiometer steckt. Ich habe hier einen Pfeil gemacht. Das Potentiometer ist hinter dieser Abdeckung zugänglich von außen. Ich habe hier so ein Kunststoffschraubenzieher, ist noch wichtig, Kunststoffschraubenzieher. Und hier kann man eingehen. Moment. Jawohl, so kann man, hat man Zugriff zu diesem Potentiometer, um die 10 Volt einzustellen, sollte dies nötig sein. Ein paar wichtige Dinge noch zur Vorbereitung. Wenn man das Gehäuse offen hat, funktioniert die Kühlung nicht mehr korrekt. Das Umwälzen der Luft ist nicht mehr garantiert und deshalb ist es wichtig, dass man diese ICs, die doch recht heikel sind, zusätzlich kühlt. Ich mache das so mit einem Fenty, Ventilator eingestellt. Dieser Ventilator kühlt nun das Mainboard mit diesen ICs, die sind doch recht heikel.
Ich habe das Gerät 20 Minuten vorgewärmt, habe dazu noch ein DMM. Das ist eigentlich alles, was es braucht. Was wir jetzt machen, wir suchen jetzt diesen Pin, diesen Sockel. Der ist hier. Das ist der Sockel J119. Und im Prinzip überprüfen wir nur den Pin 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und dieser 4, Bastian 4, muss 10 Volt geben. Bei mir ist jetzt das 9,996 innerhalb der Toleranz, wenn man das auf den Spezifikationen anschaut. Also die Einstellung ist korrekt. Man braucht nichts mehr nachzuregeln. Und alle anderen Positionen leiten sich nun von diesen 10 Volt ab. Den Grund kann man entweder hier auf Position 7 abgreifen oder ich habe es hier außen außerhalb gemacht auf dem zusätzlichen Grundpin, der auf der Frontplatte zu sehen ist. Das ist schon alles, was man braucht, um den DAC abzugleichen und die Referenzspannung korrekt einzustellen. Dankeschön. Damit man das gut nachvollziehen kann, werde ich jetzt noch andere Spannungen kurz überprüfen. Diese 10 Volt haben wir ja korrekt eingestellt. Und jetzt an verschiedenen Pins liegen andere Spannungen an. Zum Beispiel an Pin 8 zwischen 85,26 und 88,74 sollte das sein. Ich werde da mal Pin 8 anpeilen. 86,9, also ganz perfekt zwischen diesen beiden Eckwerten. Dann zum Beispiel der Pin 6, das ist 14775 bis 15225, also ziemlich eine enge Geschichte. Das ist der Pin 6. Pin 6 abgezählt 14,984, also auch sehr schön in der Toleranz. Perfekt. Dann vielleicht noch ein anderer Wert, minus 15 Volt zum Beispiel, das ist der Pin 1. Der sollte minus 15 Volt haben. Richtig, 14,997. Die Toleranz ist 14,77. Also auch sehr gut. Das heißt, im Großen und Ganzen stimmen die Dinge. Vielleicht noch das Power Supply, der Pin 2, 485 bis 515. Das ist der Pin 2. 1, 2, jawohl. 4,998, also auch perfekt. Das heißt, das Gerät funktioniert einwandfrei und wenn man die 10 Volt Referenzspannung korrekt eingestellt hat, sind alle anderen Spannungen eigentlich abhängig davon und sollten keine Probleme bereiten. Schönen Dank!